Hallo, ihr Gärtner da draußen, auf Balkonien, im Stadtgarten oder wo immer ihr unterwegs seid. Ich habe einen neuen Spleen in meinem Kopf und habe mich verliebt in Gräser. Gräser haben ihren großen Auftritt im Herbst und im Winter und bringen uns dort ganz, ganz tolle Effekte. Und wie man die hier in solch einer langweiligen Gartenzone gezielt einsetzen kann, möchte ich euch jetzt mal zeigen. Mit diesem Gartenareal bin ich im Frühling total zufrieden. Unter dem Buchenbaum habe ich Frühlingsblüher wie Tulpen, Osterglocken, Krokusse, Schneeglöckchen und das ist wirklich ein Hingucker. Aber jetzt im Herbst und Winter ist mir das ganze Areal zu flach. Es ist kein Akzent drin. Und mit der großen Menge an Gräsern und Solitärgräsern, die es neuerdings gibt, möchte ich euch zeigen jetzt, wie ich diese langweilige Fläche etwas betont akzentuieren kann. Hier haben wir welche, die sind groß. Das ist das Elefantengras. Das macht einen richtigen Horst, wird bis zu 2 Meter groß. Das hier, das ist das Rispengras, Penisetum. Und das hat auch noch so einen richtig altdeutschen Namen. Herbstfreude heißt es. Karl Förster und Ernst Pagel sind große Namen in der Stauden- und Gräserszene. Und die sind immer noch verewigt in solchen Sortennamen. Das hier mag ich ganz besonders wegen diesen Pinseln. Ich gucke, wo es hinpasst. Ein Klassiker bei den Gräsern, das ist das Pampasgras, Cortaderia. Da gibt es hier Cortaderia seloana, das ist das, was diese weißen Pinsel macht. Es gibt aber auch noch welche, die machen richtig bronzefarbene Pinsel. Das ist Cortaderia ricardii. Hin und her, dies hier ist ein absoluter Hingucker und ich mag nicht, dass die Leute, die hier lang gehen, immer direkt auf unser Müllareal draufschauen. Deswegen kommt's hier hin. Neben den vielen, vielen Gräsern, die es gibt, große, kleine, mittelgroße, gibt es auch noch eine grasähnliche Pflanzengruppe. Das sind die Sauergräser, die Kanzen-Carexe, die fallen darunter. Das hier ist eine englische Sorte, Carex Bowles Golden. Die erinnert uns an einen wichtigen Gärtner aus England. Und diese Pflanze glüht richtig, wenn sie in der Herbstsonne steht. Die muss einen ganz dollen Platz kriegen. Schaut euch euren Garten aus allen Perspektiven an. Und jetzt macht es auch richtig Spaß und Freude, die Pflanzen zu platzieren. Das dauert einige Zeit, bis man den richtigen Standort gefunden hat. Ich hebe jetzt ein Pflanzloch aus für die Gräser, setze sie dann hinein. Angießen ist ganz, ganz wichtig bei diesen Pflanzen, denn Gräser benötigen viel Wasser. Im nächsten Jahr, erst im März, gehe ich hin und schneide sie zurück. Das ist dann zu dem Zeitpunkt, wenn die anderen Pflanzen hier, die Tulpen, Osterglocken und so weiter, ihren Auftritt haben. Bis dahin geben die mir Struktur mit Frost und Reif, auch noch schöne Bilder im Winter und schneide sie dann zurück, wenn die anderen Pflanzen dann ihren Auftritt genießen. Ich hoffe, dass das für euch eine Inspiration war, eine neue Pflanzengruppe, die jetzt im Augenblick richtig en vogue, in Mode ist in unseren Gärten, näher zu beleuchten. Schaut einmal, was es dort so an tollen Sorten und an tollen Gräsern gibt. Ich bin tierisch verknallt in Solitärgräser im Augenblick. Wenn es euch genauso geht, Daumen hoch beim Video. Und wenn ihr den Gartencoach noch nicht abonniert habt, dann macht das. Ich muss jetzt los.
und für meine Lieblinge Gräben graben. Tschüss.